spielen bei Rock am Ring. So sicher ist es noch nicht. Im Endeffekt, ob es für die große Bühne reicht, ich weiß nicht. Ich denke, es wird nichts. Nee, ja, ich denke, es wird nichts. Das ist ein Manager. Wenn er sagt, es ist zu früh, dann müssen wir ihn überzeugen, dass es nicht zu früh ist. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. In der nächsten Probe. Eins, zwei, drei, vier. Du hast gesagt, du willst mich nicht verlieren. Willst du alles, was du hast, mit mir verspielen? Bitte lieb mich nicht. Wir haben uns halt in den Proberaum gestellt und haben halt nochmal Kritik an allen geübt. Wir haben jedes Lied bestimmt fünfmal durchgespielt und so. Also Heiko war ja noch nicht ganz überzeugt. Deswegen mussten wir uns ja noch irgendwas einfallen lassen. Das war ordentlich, auf jeden Fall. Gut. Und? Was und? Ja, spielen wir jetzt bei Rock am Ring? Das hat damit nichts zu tun. Pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar, wir können vor Testpublikum einfach spielen. Die Mädels hatten eine super Idee, um mich endgültig zu überzeugen und mir sämtliche Angst zu nehmen, ob sie es schaffen, bei Rock am Ring zu spielen. 9mm Assi-Rock. 9mm Assi-Rock'n'Roll ja. Als Testpublikum. Ja, also wenn wir vor denen spielen und die überzeugt sind, dann musst du aber auch überzeugt sein. Das sind halt einfach Rocker, so richtig wie es im Buche steht. Tja, und dann habe ich sie angerufen und dann kamen sie vorbei. Ja, Schande, du Hübsche. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, der weiß, schlechte Menschen geht's immer gut. Steffi, komm erst mal her. Am besten zwei auf einmal. Ja, Mädels, da würde ich sagen, dann lass doch einfach mal krachen, oder? Ja, hau mal jetzt mal rein, oder? Auf geht's. Wer kann denn mehr checken, ob wir es drauf haben, bei Rock am Ring zu spielen, als eine Rockband? Beiß mich, kratz mich, schmeiß mich an die Wand. Wenn ich tausend Lüge. Wir haben uns schon so ausgehasst und verloren. Du bringst mich um. Du bringst mich um. Du bringst mich um den Verstand. Beiß mich, kratz mich, schmeiß mich an die Wand. Für mich ist tausend Lüge. Wir haben uns schon so ausgehasst und verloren. All deine kleinen Kratzer bringen mich nicht um. Alter Schlappen, das hat gerockt hier. Glück, super gesungen, super gespielt. Super gemacht. Ja, also hier, Chandi, das war Rock'n'Roll. Ja, auf jeden Fall war das Rock'n'Roll. Also Mädels, euch gehört die Zukunft. Definitiv. Ja, und Heiko, wir können mal Rock am Ring spielen, oder? Ja, weil die Jungs finden es geil. Also musst du jetzt auch ganz viel Lust haben. Boah, Leute. Ach, guck mal, die Jungs sagen, wir rocken, ja? Also. Naja, geil war es schon. Ja, also Rock am Ring. Die Mädels machen die Jungs Blatt hier, die da spielen. Also ihr gebt ja mal einen Stoß hier. Wenn das nicht gerockt hat hier, dann weiß ich nicht was. Das war natürlich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt müssen wir es probieren. Okay, Leute, was wir machen, wir packen die Instrumente ein, wir nehmen es mit. Ich kann nichts verstehen. Ja, aber hallo. Ja, das ist schön und gut, aber was? Wir müssen jetzt echt Gas geben. Wir müssen die Scheiße zusammenpacken und uns richtig beeilen. Ne? Okay. Und ich stelle schon mal weiter Schnaps kalt. Wir packen das jetzt alles zusammen und nehmen es halt schon mal in Anhänger. Wir können halt nicht versprechen, ob wir das spielen oder nicht, aber wir können es ja wenigstens versuchen. Geil. Ja, vor allem fahren wir jetzt am Ring. Verdammt geil. Oh, guck mal, wer da ist. Was machst denn du hier? Ich habe eine Überraschung für dich. Basti ist Steffis Freund und wo Basti ist, ist auch Steffi und wo Steffi ist, ist auch Basti. Ich fahr mit zum Rock am Ring. Basti, das geht nicht. Wieso denn? Weil ich da gar keine Zeit habe. Du kannst nicht einfach mit zum Rock am Ring fahren. Wieso? Ich meine, ich habe mir jetzt extra den Arsch aufgerissen, damit ich da mitgehe und jetzt... Du kannst doch nicht einfach so sagen, ich fahre jetzt zum Rock am Ring, ohne mir Bescheid zu sagen. Ja, warum? Ich wollte dich damit überraschen. Jetzt ist ja, aber das geht doch nicht einfach so. Ich habe doch gar keine Zeit. Wieso? Ach toll, jetzt habe ich... Das ist doch scheiße. Warte mal kurz, ich muss mal kurz weg. Ich komme gleich wieder. Bleib mal kurz. Bei der Steffi ist es halt wirklich so, die ist halt jetzt mit der Band unterwegs. Und da muss man auch halt... Hat man halt weniger Zeit. Ich wollte es halt unterstützen so mit und... Das ging halt in die Hose. Ich meine, ich hätte ihn schon gern dabei gehabt. Aber ich meine,
Es ist halt meine Arbeit, also wie meine Arbeit, wie ich meine, er nimmt mich ja auch nicht mit auf seine Arbeit.